Karfreitag und auf der Trabrennbahn in Mariendorf war traditionell auch schon der Osterhase zu Besuch. Doch hier wurden nicht nur Ostereier gesucht, sondern auch der diesjährige Sieger des Fritz-Brandt-Rennens 2019. Doch bevor es ins Finale ging, mussten sich die Traber und deren Pferde in den Vorläufen beweisen. Die jeweils 5 Besten durften am Ende ins heiße Rennen. Im ersten Vorlauf, welcher mit 4.000 Euro dotiert war, startete unter anderem auch Vierfachsieger und Titelverteidiger Jörg Hafer mit Stand By Me. Stand By Me habe ich vor 14 Tagen gefahren in Hamburg. Er kam aus der längeren Pause, ich war Zweiter, er ging sehr, sehr gut und ich hoffe, dass er heute die Leistung wieder bestätigt. Auch unter den Favoriten waren Thomas Reuer mit Volare Gar und Uwe Stamer mit Smilla. Das Problem ist eigentlich nicht heute unbedingt die Konkurrenz, sondern die ist natürlich gut, aber wir haben heute einen sehr schlechten Startplatz. Startplatz 12, zweite Startreihe. Ich glaube, ich habe eine gute Chance. Wir werden sehen, wie sich das Rennen abspielt. Und wenn wir nicht ganz unglücklich sind, sind wir sicher im Finale. Das erste Ticket fürs Finale sicherte sich Sina Baruffolo mit So Keck. Smilla sucht hier noch den Glück, um wenigstens das Finale zu erreichen. Aber So Keck ist Form. So Keck gewinnt dieses Rennen vor One and Only Diamant. Der Herr van Holt hatte mich dann angegriffen. Ich hatte auch erst überlegt, ihn vorbeizulassen, weil er schon drückte. Aber mein Pferd wollte vorne bleiben, habe ich sie auch gewähren lassen. Und dann lief alles super für uns. Und sie hat überraschend gewonnen. Auch im zweiten Vorlauf ging es rund. Die Favoriten der Traber waren Michael Hamann mit Los Vascos, erneut Thomas Reuer, diesmal mit Nordmann und Jörg Hafer mit Gobelin. Das Pferd kenne ich nicht, das fahre ich zum ersten Mal. Ich habe ihn Heat gefahren und im Heat macht er auch einen sehr, sehr guten Eindruck. Los ist natürlich, Start Nummer 12 ist natürlich nicht ganz so ideal. Ich muss mal erstmal durch den ganzen Verkehr kommen und der Trainer sagt, er hat eine sehr, sehr gute Chance. Ist ein sehr, sehr gutes Pferd, aber ist auch nicht einfach, er ist auch relativ schwierig. Man darf ihn nicht außer Hand lassen. Wenn beide gut laufen und beide gut drauf sind und ich keine gravierenden Fehler mache, dann sollte ein Finalticket drin sein. Los Vascos ist vorn. Los Vascos ist vorn. Den Iraoui ist geschlagen. Aber Kampf um die Plätze. Überlegener Erfolg für Los Vascos. So viel steht fest. Und die Favoritenrolle, die sollte sich bestätigen. Michael Hamann schaffte es beim ebenso mit 4.000 Euro dotierten Vorlauf als erstes über die Zielgerade. Leider hat die zweite Reihe schon ziemlich früh dicht gemacht, dass ich offensiv fahren musste, bin im Front gefahren, habe einen fahren lassen, habe gehofft auf eine Lücke zum Schluss. Die kam und nachher hat das Pferd alles spielend von alleine gemacht, die Erwartung voller Truppen. Vor dem Highlight des Tages ging es noch in den mit 6.000 Euro dotierten ersten Lauf der Silberserie. Dass hierbei Michael Nimczyk mit Stradivari gewann, war keine große Überraschung, denn was sein Hengst zu leisten vermag, das ist allen bekannt. Ich hatte einen sehr guten Start, kam gut weg, kam an die Spitze und 800 Meter vorm Ziel machte der Mitfavorit unheimlich Druck und ging vorbei im letzten Bogen. Im Einlauf witterte ich meine Chance nochmal und konnte den Konter ansetzen und ja, es hat gereicht, um zu gewinnen. Und jetzt war es endlich soweit. Beim emotionalen Finallauf des mit 10.000 Euro dotierten Fritz-Brandt-Rennens stellt der Berliner Michael Hamann mit seinem Wallach Los Vascos sein Können unter Beweis. Ganz knapp vorne, aber außen kommt hier Los Vascos außen. Attackiert Tiffany Diamant und Los Vascos gewinnt das Finale zum Fritz Brandt 2019. Der Sieg ist der größte Punkt in meiner Karriere, kann man schon sagen. Er ist einfach überwältigend, ich habe so ja nicht die richtigen Worte dafür. Das ist unfassbar eigentlich, was heute passiert ist. Ein spannender Renntag geht somit zu Ende. Wir von Hauptstadtsport TV wünschen schöne Feiertage.